Ja, der gefühlt 3000. Spaziergang um die Glöhr herum, aber man entdeckt immer wieder was Neues. Ein Weihnachtsbaum, Kormorane, ein bergischer Mangrovenwald, das Trümmlichmännchen, ein Knallerbsenstrauch vor dem Maschendrahtzaun. Ja, herzlich willkommen. Wir drehen eine kleine Runde um die Glörtalsperre und nehmen dich da mal mit. Es ist Dezember 2023, die Glörtalsperre ist voll. Ja, viel Spaß bei dem kleinen Spaziergang. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier runter zu fahren, zu gehen und mal ein Ründchen zu drehen. 3,4 Kilometer ist der Rundweg insgesamt lang und ich würde sagen fast barrierefrei. Also es ist relativ ebenerdig und es sind befestigte Wege. Gut, jetzt im Winter und bei Regenwetter natürlich matschig, aber dafür kann man ja gescheites Schuhwerk anziehen. Ui, ist es wirklich schon so spät? Schnell hat sich die Uhr gedreht. Worte klipp und klar, finden Platz im Kommentar. Einen Daumen hoch, ein Abo da. Die Glocke bimmelt wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Ich gehe jetzt heim und halte die Füße still. Bleib gesund und munter, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, es ist so viel Wasser drin, dass das hinter mir aussieht, ja, wie Mangrovenwald. Mangrovenwald an der Glöhr. Im Winter, wenn es viel geregnet hat. Ich habe noch Mangrovensumpf unter den Schuhen. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt das, was man farbenfroh nennen könnte. Ursel meint, wir wären noch nicht auf der Schwarz-Weiß-Skala. Da sind wir noch ein Quäntchen von weg. Ja, mal gucken, ob wir noch einen Kaffee kriegen. Oder was anderes Warmes, Leckeres, Flüssiges. Ein Kakao oder sowas. Oder ein Lumumba. Lumumba? Ja, und wenn du schon an der Glör bist, dann kehr doch einfach im Haus Glörtal ein. Gibt lecker Kaffee und Kuchen. Wenn der Waffelteich nicht gerade alle ist, dann auch lecker bergische Waffeln mit Sahne, Eis und heißen Kirschen.